Ja, heute ist Freitag, der 26. August. Wir sind auf dem Weg zur Bushaltestelle, denn wir werden zum Tiefenbachgletscher hinauffahren und von dort nach Wendt wandern. Gestern hatten wir die Tour Timmelsjoch auf dem Programm. Mit dem Fahrrad. Mit dem Rennrad. Das haben wir auch gemacht und geschafft. Wir haben uns die neue Mautstation angeschaut und sind dann auch direkt hoch zum Timmelsjoch, das auf 2590 Meter liegt. 2509, sorry. Ja, nun wünschen wir uns einen schönen Tag. Bye, bye. Vor der Wanderung nehmen wir noch eine Kaffeestärkung. Koffein ist immer gut. Vor allen Dingen muss ich mich akklimatisieren, weil wenn ich über 2000 Meter bin, dann kriege ich Atemnot. Wir können ja jetzt hier 3 Stunden stehen bleiben oder sitzen bleiben und dann fahren wir wieder runter. Oder so. Nee, aber wir haben jetzt nach Wendt 4 Stunden vor uns. Ja. Thank you.
So ist es. Immer schön aufpassen. Das muss Basalt sein. So eine Art Säulenbasalt. Also alte Vulkanschicht. Schön hier, ne? Mhm. Ja, Wetter stimmt. Herrlich warm hier. Ein laues Lüftchen weht. Nicht schlecht. Da ein Gletscher, da ein Gletscher. Mhm. Da. Da hoch. Links. Aus dem Badesee. Da könnte man zumindest die Füße reinhängen. Ne? Schön frisch, ne? Ja, frisch, aber nicht kalt. Hm? Ist schon, aber nicht kalt. Die Hälfte haben wir geschafft. Geht's weiter? Ab geht's noch. Noch eine Stunde ungefähr? Ich denke. Na gut. Was hier mit der Schlucht? Ja. Lieber Mann, du. Moment in Sicht. Ja. Drei Viertelstunde? Ja. Vielleicht.
schätze, wir brauchen jetzt eine halbe Stunde noch. Ja, kommt hin. Kommt hin. Naja. Jetzt gehen wir nur noch den Weg runter hier und dann hat sich's auch schon. Gekommen. 13:45 Uhr. Ja, passt doch. Bus fährt in 3 Minuten. Der dritte Wandertag geht dem Ende entgegen. Jawohl. Der Bus hat uns von Wendt nach Sölden gebracht. Jawohl. Dann sind wir unten an der Innerwaldstraße ausgestiegen, mussten jetzt noch ein paar Meter hochgehen. Söldenpitze. Söldenpitze sind wir ausgestiegen. Und jetzt sind es noch ein paar Meter bis nach Hause. Wenige Meter. Wie war es denn heute? Ja, war gut. Aber ja, war schon anstrengend. War anstrengend zum Teil auch. Ja, durchaus gefährlich, also man musste schon trittsicher sein. Ja. Und da durfte nicht zu viel Höhenangst haben. Richtig. Rechts steil hoch, links steil runter. Ja. Lieber aber sehr schöne Wanderung, muss ja, man schon sagen. Knapp 4 Stunden, ne? Mhm. Ja, toll. Und jetzt erholen wir uns. Genau, so ist es. Ein besonderes Ereignis in dieser Woche.